Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ich habe gerade die Bücher gekauft. Die Bücher, die mir die Tische bringen. Die Tische, die ich dann in dem Raum der Wünsche haben will. Aber wie komme ich denn jetzt? Ich muss jetzt as fast as possible auch in den Raum der Wünsche kommen. Das war, glaube ich, hier ganz genau. Um dann hier im Raum der Wünsche diese Tische auch bauen zu können. Und dann hoffe ich, dass ich genug Ressourcen habe. Da habe ich ja questtechnisch einen Mega-Power-Trank gebraut und hier die Dipdam-Blätter angebaut. Und was ist jetzt hier, wenn ich jetzt hier meinen Ding sehe? Dann war das hier, dieses Objekt wird gerade benutzt. Mein Schmarrn. Wird gerade genutzt. Ach, kann ich die da rausnehmen? Topf leeren? In der Tat. Und weil das jetzt ein kleiner Tisch. Aber ich will den ja eh nicht. Hallo, weg, 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 weg. Hier, drei. Chaka. Hallo, Dick. Ja, wir müssen hier mal es auch besser gestalten, alles. Also, wir bauen jetzt hier Kräuterkunde. Den wissenschaftlichen Pflanztisch mit fünf kleinen. Der ist schon groß. Ups. Ja. Groß ist er. Dann kommt er doch dahin. Stelle ich mich denn jetzt so an, nicht im spielbaren Bereich. Also, irgendwie habe ich jetzt hier ein Problem. Also, als erstes wollen wir doch mal hier den Stuhl wegmachen. Kein Mensch braucht das alles. Was habe ich denn da noch gebaut? Gestern, vorgestern, vorvorgestern. Dieses Schmarrn-Ding, sie. Die Bilder. Spiegel. Also gut, dann kommt jetzt nochmal hier der kleine mit 5. Ja, so. Und dann habe ich den mit einem kleinen, den will ich ja nicht. Am mittelgroß habe ich jetzt gar nicht. Ah! Hab ich auch den wissenschaftlichen? Kann ich den denn? Nein, kann ich nicht. Shit. Wie war das mit dem Verschieben? Verschieben kann ich doch auch, oder? Den einfach mal so hierher schieben. So, und jetzt kann ich hier sagen, ich hätte gerne Diptam, Malvenkraut, Alraune, Knöterich. Jetzt genau, das sind jetzt hier die alle und hier kann ich, was? Diptam, Malvenkraut. Okay, also ich brauche auf jeden Fall Malvenkraut. Richtig? Also Malvenkraut brauche ich doch. Weil Alraune und Knöterich. Ja, Alraune bräuchte ich schon auch. Machen wir mal noch ein Malvenkraut und dann machen wir eine Alraune. Bauen wir alle 10 Minuten. Und hier keine Ahnung. So eine welche und Raukohl. Ja, schick. So mit Dingsen habe ich ja nichts, oder? Doch, habe ich anscheinend. Im Moment kann ich ihn nicht gebrauchen. Ah, im Moment kann ich ihn nicht gebrauchen.
Revelio. Ja gut, da muss ich jetzt irgendwas anders machen. Ich warte jetzt ja nicht 9 Minuten, bis mein Malvenkraut fertig ist. Dann schaue ich doch nochmal in meine Aufträgebüchlein. Ich wollte jetzt nicht dem Hauptauftrag folgen, warum eigentlich nicht. Aber ich wollte mir gerne einen Zaubertränkeunterricht am Tag besuchen. Das macht total Sinn. Schaffe und teste. Eine Alraune. Also gut, dann hol ich mir doch jetzt mal Depulso. Wie komme ich da am effektivsten hin, um mir Depulso zu holen? Ist wohl hier. Das so anklicke, dann kann ich einfach mich dahin. Jawohl, let's go. Ans Beamen, das habe ich mich noch nicht gewöhnt. Vor allem das dann gar kein, das ist keine hallo, Musik. Wie schön, Sie zu sehen. Ja, hallo. Bin ich denn jetzt? Muss irgendwie da runter. Ich weiß aber nicht, warum die Hauptquest mir hier angezeigt wird als Weg. Kann ich denn nicht hier sagen, ich will. Oh, es ist weg. Jetzt ist es weg. Wie doof ist das denn? Depulso. Warum ruckelst du jetzt? Ruckel gefälligst nicht. Ja, noch 27 Meter hier runter. Oh, hier ist noch ein Ding, das ich noch nicht aufgemacht habe. Wo ist denn hier der zweite Drehdingsi? Ich sehe hier nur den einen Drehdingsi. Wo ist der zweite Drehdingsi? Professor Howen will uns diese Woche über seltene Wasserwesen anfragen. Revelio. Ja, da ist einer, das sehe ich. Und der zweite ist da oben. Aha. Okay, ich habe was Neues gelernt. Das ist die 0 und das ist die 1 und das ist die 9. Also man muss da nicht in diesem Cheat Sheet nachschauen. Das heißt also, wenn das die 0, dann ist es die 2. Das heißt 13 und 21 sind dann irgendwie 8. Das ist die Spinne. Also muss ich hier die Spinne einstellen. So. Und hier ist es Krabbe. Das ist die 9. Die Krabbe ist dann 1, 2, 3, 4, 5. 5 und 9 ist 14. Und dann brauche ich die 3. Und die 3 ist dann 1, 2, 3. Der dreiköpfige Drache. Und schon sollte ich da rankommen. Und ich habe jetzt Taxiderme. Das hört sich nicht gesund an, wie so eine Krankheit. Sonnenschutzbrille, lecker. Ah, ich muss trotzdem jetzt hier lang. Sie können sich ja gar nicht. Revelio. Umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh. Da wird gleich die Kamera übernommen hier. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Gut. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können.
Mal sehen, wie sie sich machen. Ja, mal sehen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Ja, es ist alles dabei. F und Leerzeichen und Maus. Dann los. De Bulso macht was genau? Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Okay, verzauberte Bücher. Es ist ein Schubsk-Dingsi. Kann ich schubsen? Hier noch ein Platz frei. Das heißt, hier kann jetzt mit 4 schubsen. Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Daneben. Noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Okay. War's das? Nicht entlassen? Rebellio. Könnte jetzt hier in der Tränkestation nochmal irgendwas brauen. Ja, keine Ahnung, was. Irgendwas. 30 Sekunden. Lass auf Stufe 1, krieg ich nicht auf. Alles klar, dann muss ich jetzt wohl weiterziehen. Madame Kogawas Aufgabe müsste ich noch zu Ende bringen. Hier warte ich noch, bis ich meine Alraune kriege. Dann mache ich doch jetzt mal Madame Kogawas Quest. Dann muss ich da raus. Rebellion. Will ich mich beamen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es falsch ist, was ich gerade mache. Ja, hier geht es nämlich gar nicht weiter. Achso. Keine Ahnung, was das wieder war. Kann ich denn von hier aus fliegen? Das würde es einfacher machen. Ja. Pass auf, wo du hinfliegst. Klaro. Es macht total Sinn, dass man aufpasst, wo man hinfliegt. Und wenn man nämlich nicht aufpasst, wo man hinfliegt, dann fliegt man ja dahin, wo man nicht aufgepasst hat. Gut. Dann. Hier meinen ersten Luftballon. Und da ist noch einer. Ups, falsche Richtung. Ah, da. Wo ist der Rest? Da unten? Ah, da und da. Alles klar. Das sollte jetzt ein Klixi-Klacks sein. Klasse. So, das bedeutet, ich habe jetzt ein Level gemacht, oder was? Ne, habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem einen... Oder war ich 19? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwie die Herausforderung habe ich doch jetzt geschafft. Jawohl. Und dafür kriege ich ein anderes Erscheinungsbild. Ja, warum nicht? Ausrüstungstechnisch ist es nicht so dolle. Ja, und Talente. Na, wie vor müsste ich natürlich noch mal ein paar vergeben. Aber jetzt wollen wir doch erstmal
der guten Madame Kogawa Bescheid geben, dass wir der Held sind oder so ähnlich. Mhm. Landen ist im Moment nicht verfügbar. Er wartet immer noch auf uns. Auf die Revanche. Eigentlich könnte ich ihm die auch gleich geben. Damit da mal Ruhe ist im Karton. Wie kommen Sie mit den Aufgaben zurecht? Ich bin fertig. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ein bisschen geht's besser, ja. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Bestimmt sogar. Hätte Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Glacius. Rechte Maustaste. Ganz was Neues. Fies. Rechte Maustaste. Linke Maustaste. F. Na dann. Geht es los? Was macht Glacius? Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ja, ich mache gerne Abtrennzauber. Tatsächlich ist es jetzt so, dass mir schon wieder der Platz ausgeht, was die Zaubersprüche angeht. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt, wenn es denn nicht zu sehr viel kostet, auch noch den vierten freischalten. Zauberwissen 3 kostet ja auch nur ein Talent. Ich habe ja noch 9. Und damit könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, ich ziehe halt diese ganzen Baugeschichten hier nach unten und den gerade bekommenen Einfrierding sie mal nach da, den nach da. Ha! Was habe ich ja alle, oder? Einfrieren, schubsen, den habe ich ja sowieso, den habe ich ja auch sowieso. Explosive habe ich da, ein Ding sie habe ich hier, Feuer habe ich dort. Kann ich mal sagen, man macht sie Feuer da. Oder man sagt ganz was Krasses, man sagt hier so, so und von mir aus noch so. Und dann sagt man so, so und so. Dann sind nämlich die roten immer, und das ist beim Kämpfen nachher richtig wichtig, wenn du die Dinger durchbrechen, also glaube ich, ich kann ja nicht kämpfen, aber wenn ich es mal könnte. Okay, jetzt sollte ich also Glacio machen, das ist dann also hier an dem Typi da. Bitte, Sie lernen schnell. Ja, ich kann gut Tasten drücken. Sag mal, hast du... Ah. Schade eigentlich. Aber üben Sie nur weiter. Okay. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Kinästhetik. Ja. Dankeschön. Ja, dann bin ich eigentlich soweit. Sollte ich mir jetzt mal ganz genau überlegen, was ich denn als nächstes mache.